vorne hin. Es ist mir eine Ehre und eine Freude. Soll ich bleiben oder soll ich gehen, anzukündigen? Algorithmen in öffentlichen, an öffentlichen Orten. Jillian York, deine Bühne. Hallo. Vielen Dank, dass ihr hier seid. Ich weiß, es ist sehr schön draußen. Und es gibt viele Sachen, die miteinander im Wettbewerb stehen mit mir. Also ja, danke, dass ihr hergekommen seid, um mir zuzuhören. Als ich diesen Talk zusammengestellt habe, das war letztes Jahr, also vor vielen von den Skandalen, die es in letzter Zeit gab, zu Facebook und Cambridge Analytica. Und damals habe ich vor allem über diese alte politische Frage nachgedacht. Ah, das ist so besser so. Diese uralte politische Frage, kämpfst du gegen das System und zerstörst es und fängst von ganz Anfang wieder an oder versuchst du es zu reformieren? Und als allererstes würde ich einmal fragen, halt bitte doch mal eure Hand hoch, wenn ihr noch auf Facebook seid. Oh, super, danke. Dann seid ihr wirklich mein wichtiges das Publikum, das ich adressieren möchte, weil beim letzten Mal, als ich diesen Talk gehalten habe, sind vielleicht 15 Hände hochgegangen in einem Raum mit 100 Leuten und ich dachte, okay, oh Gott, ich gehe jetzt lieber runter direkt von der Bühne. Also um ehrlich zu sein, ich bin auch selber noch auf Facebook, trotz der Arbeit, die ich eben mache, in der es um Privatsphäre und Freiheit zum Sprechen geht. Und genau, als es diese ganzen Geschichten zu Cambridge Analytica gab, habe ich argumentiert, dass es wirklich gute Gründe gibt, noch auf Facebook zu sein. Und Leute waren super sauer auf mich, weil sie dachten, sie hatten das Gefühl, dass ich helfe, dieses schreckliche System aufrechtzuerhalten. Diese Firma, die unsere Privatsphäre verletzt und uns zensiert. Und sie waren wütend, weil ich Entschuldigungen dafür hatte, noch auf dieser Plattform zu sein. Aber ich habe wirklich ein paar gute Gründe. Also eine ist, also wenn irgendjemand hier in Berlin lebt und gerne Party macht, ich weiß nicht, wie du ansonsten irgendetwas folgst, ohne die Veranstaltungsplattform dort zu nutzen. Weil selbst Leute, die das wirklich nur nutzen, um im Leutenkontakt zu bleiben, nutzen es immer noch für Partys. Und ein anderer Grund, das ist noch ein anderer, ich werde euch nicht die Details sagen, aber wie viele andere Leute es auch tun, gibt es Communities, die sich auf bestimmte Themen konzentrieren, Sachen, die man vielleicht nicht öffentlich macht und die privat sind. Und ich kenne viele Leute, die vielleicht aus gesundheitlichen Gründen, aus sexuellen Gründen, die diese Gruppen, diese geschlossenen Facebook-Gruppen nutzen, um mit anderen Leuten zu interagieren, die sie sonst nirgendwo finden würden. Nein? Was? Nein! Lass das Kabel in Ruhe! Im Wesentlichen würde ich sagen, dass es nicht so einfach ist, diese Plattform zu verlassen. Und deswegen habe ich diesen Talk zusammengestellt, anfangs. Und das war genau, was mein Argument war. Wie ihr vielleicht gesehen habt, gibt es viele Kampagnen, gerade wie die hier. Ich weiß nicht, ob irgendjemand diese Sticker gesehen hat. Ich habe es hier noch nicht gesehen, aber vielleicht in welchen Bars in Berlin oder an anderen Orten, die ihr gesehen habt, vielleicht der Chaos Communication Kongress. Es ist eine Kampagne, um Google nicht zu füttern. Also man soll seine eigenen Daten aus Google rausziehen. Und theoretisch stimme ich dem eigentlich zu. Also ich weiß nicht, ob ihr die Untertitel seht, aber da steht dezentralisiert Daten und Kommunikation, also benutzt freie Software und verschlüsselt eure Kommunikation. Also ich bin total für Verschlüsselung, verschlüsselt alles. Freie Software ist super, wenn es funktioniert, was es oft nicht tut. Also ja, es ist so. Und dezentralisiert Daten und Kommunikation, darüber möchte ich etwas mehr reden. Und da sage ich mehr später zu. Und ja, dazu habe ich auch schon etwas gesagt, aber ich mag Memes, deswegen wollte ich das noch mit euch teilen. Dieser Stuhl ist irgendwie im Weg jetzt gerade. Und dann, also offensichtlich, das ist natürlich ein sehr aktuelles Thema. Weil als ich nach Memes gesucht habe, die ich benutzen könnte, habe ich ganz viele verschiedene gefunden. Also Keep Calm and Quit Facebook, also es funktioniert bis auf Englisch, weil es Meme ist. Und wie ich gesagt habe, es ist wirklich praktischerweise schwierig, weil wir reden oft über die Probleme mit diesen ganzen Plattformen und ich werde da mehr zu tun. Und viele von den KollegInnen, mit denen ich irgendwie arbeite und andere Leute, die irgendwie im Bereich digitale Rechte arbeiten, halten wirklich Leute dazu an, diese Plattform zu verlassen. Aber wir geben ihnen eigentlich keinen sinnvollen Ersatz. Wir sagen ihnen nicht, geht auf diese Plattformen, verlasst Facebook und geht woanders hin. Aber was ist die Alternative? Ich weiß nicht, ob irgendjemand dieses Zitat kennt. Es kommt von der Erklärung der Unabhängigkeit des Cyberspace. Das hat einer der Co-Gründer meiner Organisation geschrieben, John Perry Barlow, der ist dieses Jahr gestorben. Auf Basis der Zukunft bitte ich euch, die Vergangenheit von uns alleine in Ruhe zu lassen. Ihr seid nicht
willkommen zwischen uns und ihr habt keine Souveränität, wo wir uns versammeln. Das Internet selbst ist dezentralisiert, es ist nicht kontrolliert bei einem durch einen zentralen Punkt. Er hat versucht, hier gegen die Regierung zu argumentieren, aber ganz viel seiner zeitgenössischen Mitmenschen damals verpasst haben, ist die Gefahr zu erkennen, die von der Corporate-Welt ausgeht. Also auf der einen Seite ging es darum, die Innovationen willkommen zu heißen und auf der anderen Seite, und viele dieser Innovationen waren sehr, sehr gut, aber ganz vieles davon hat sich dann wiederum ins Schlechte verwandelt. Also nur um ganz schnell hier über Dezentralisierung zu sprechen, ganz kurz einmal, bevor ich dann ich bleib noch mal kurz hier für einen Moment. Ich rede noch mal ein bisschen über das Gute und das Schlechte ohne meine Slides. Also ich habe so ein bisschen, schon einige Jahre arbeite ich mich an diesem Problem ab und ich habe insbesondere mir Sachen angeguckt, so wie Firmen, Facebook, Twitter und Google und viele, viele andere. Es sind natürlich nicht die einzigen, es sind einfach nur die großen. Ich habe mir angeguckt, wie diese Firmen die Privatsphäre von Leuten limitieren. Und auf der anderen Seite gibt es noch was anderes, was ich sehr interessant finde, ist diese zentralisierte Kontrolle, die sich gegenüber kulturellen Problemen Meinungsfreiheit und all diesen Dingen passiert. Und was wir in den letzten Monaten gesehen haben, ist, dass diese Firmen nicht genug machen gegen Hate Speech. Vielleicht waren einige von euch beim vorherigen Talk, die genau das, diese Probleme sich angeguckt haben. Aber ich werde das ein bisschen zur Seite schieben. Es gibt, glaube ich, noch was anderes, was ich jetzt gerne erwähnen möchte an dieser Stelle. Die Art und Weise, wie diese Politik auf diesen Plattformen gemacht wird, die Rechte, ist sehr amerikanisch. Im Fundament, wie diese Policies auf Facebook funktionieren. Man darf nicht Nacktheit online haben, man darf keinen sexuellen Inhalt online haben, man kann keine Marihuana-Verkäufe, sind nicht legal auf Facebook, obwohl sie in einigen Staaten in den USA legal sind. Auf der anderen Seite ist Gewalt oftmals völlig in Ordnung, sowohl in sprachlicher Form als auch in visueller Form. Es gibt da ganz viel Freiraum für Hate Speech und Bedrohung und auch für Waffenverkauf. Und auf der anderen Seite sind Dinge, die hier einfach zu sehen sind, völlig frei und unrestriktiv, sind dort nicht erlaubt. Es geht wirklich um amerikanische Firmen, die amerikanische Kulturwerte exportieren und sie anderen doktrinieren. Und ich möchte darüber noch ein bisschen mehr reden. Ich glaube, dass da wirklich was ist, was wir uns angucken sollten. Ich glaube, alle kennen sich halbwegs aus mit Dezentralisierung in unserem Leben. Denkt nicht so technisch darüber nach. Ich werde überhaupt nicht so weit in so Netzwerktheorie eingehen. Worüber ich nachdenke, ist, wo ist die Kontrolle lokalisiert? Nicht, wo ist die zentrale Node, sondern wo sind die Kontrollpunkte in diesen Knotenpunkten. Und das ist die Sache, die nicht passiert in diesen Big Corporations, diesen großen Firmen. Es gibt so ein paar Vor- und Nachteile und ich möchte ganz kurz über Dezentralisierung dabei sprechen. Es gibt viel mehr Kontrolle über die eigenen Daten und über das, was man sagt, was man äußert, was Leute als Gruppen tun können. So jetzt, wie ich jetzt im Moment, was ich eben erzählt habe, ich rede viel über Facebook, weil ich Facebook-spezifischen Research mache und deswegen kenne ich Facebook echt in- und auswendig. Also wenn man eine private Gruppe auf Facebook nutzt, was ich glaube, viele von uns nutzen, gibt es keine funktionale Kontrolle darüber, was in der Gruppe passiert. Es gibt trotzdem noch zentralisierte Kontrolle. Ein Beispiel dafür ist zum Beispiel, es gibt ganz viele Gruppen, die sich um Kindergeburt drehen und die teilen Bilder und Praktiken. Und die Bilder, die sie teilen, werden oftmals zensiert, weil wenn ich was sehe und ich melde das, dann geht das in diese Reihe von Inhaltsmoderierung. In der Vergangenheit war das immer ein Mensch, der das gemacht hat, der hat sich das angeguckt, hat dann entschieden, ob das da bleiben sollte oder verschwinden sollte. Und jetzt, was wir immer mehr sehen, ist, dass der Algorithmus diese Dinge kontrolliert. Das heißt, wir sehen maschinenerlernte Werkzeuge, die Bilder identifizieren und auch immer mehr Sprache und Inhaltliches und die dann darüber entscheiden, ob Inhalt bleibt oder gebannt wird. Also sowas wie Kindernacktheit und Flaggen,
und ganz viele Dinge, die verboten sind. Ich kann darüber auch noch mehr erzählen nachher beim Fragen und Antwort. Aber die sind relativ einfach identifiziert innerhalb von maschinellem Lernen. Das heißt, die sind sehr, sehr einfach irgendwie durch große Massen von Daten zu gehen. Das heißt, es ist eine PKK-Flagge, die ist verboten, das ist eine deutsche Flagge, die ist okay. Es ist ziemlich einfach für Körper, genau dasselbe, der menschliche Körper. Es ist ganz einfach, wie die Filtrierung da funktioniert. Und deswegen würde ich gerne sehen, mehr Kontrolle über die Daten an der Stelle. Eine andere Sache, die ich da ganz klar sehe, ist die Privatsphäre und die Verwendung durch die Community. Ich möchte nicht so viel über die Authentizität der Blockchain sprechen, weil das ist ein ganz anderes Thema. Und potenziell bessere Sicherheit und natürlich auch potenziell mehr Rechte zur freien Meinungsäußerung. Ich glaube, das ist wichtig, dass Leute ihre eigenen Räume schaffen müssen und diese auch moderieren dürfen. Und ich glaube, das sehen wir ja hier im Festival. Die sind viel organischer, was in Ordnung ist und was nicht okay ist. Das heißt, es kommt nicht mehr so richtig von oben herunter, sondern es wächst aus der Community selber heraus. Und ich meine, es gibt natürlich auch Nachteile von Dezentralisierung. Es ist nicht so richtig skalierbar. Also wir haben so eine Plattform, die funktioniert für eine kleine Community, aber es kann sein, dass die gar nicht für die andere funktioniert oder die dann danach kommt. Und ich glaube, dass die Technologie ist manchmal einfach auch nicht skalierbar. Ich glaube, dass das Entdecken manchmal nicht passiert. Und manchmal kriege ich irgendwie große Freude daraus, wenn ich Leute hier treffe und dann stelle ich fest, wie viele wir eigentlich noch gemeinsam kennen. Das ist schon manchmal ziemlich cool. Das ist halt, das passiert dann halt nicht mehr, wenn man diese Sachen segmentiert und diese ganzen Kommunikation segmentiert. Und natürlich, inhaltliche Moderation bedarf viel mehr menschlicher Arbeit. Und ich glaube, das ist was ziemlich interessant ist. Ich glaube, viele dieser Corporate-großen Plattformen, Entschuldigung, danke. Ich glaube, viele dieser großen Corporate-Plattformen sind im Grunde, bedeuten die, dass wir die Polizei dort sind. Und wir sind diejenigen, die dort, bevor auf jeden Fall Algorithmen und maschinelles Lernen da gekommen sind. Also User melden Dinge und die Arbeitskosten, die dadurch entstehen und die Leute, die Arbeit machen, sitzen oft in den Philippinen, da sind die Arbeitsbedingungen nicht dieselben und das, was dann entsteht, ist ein System, wo Leute in den sich entwickelten Welt sind diejenigen, die das Internet säubern, nur damit wir diese furchtbaren Bilder nicht sehen müssen. Also wenn man das in so ein dezentralisiertes Modell nimmt, dann wird das auch schwierig, weil dann gibt es uns alle, die auf einmal verantwortlich sind für diesen Inhalt. Vielleicht ist es ethischer, aber es ist immer noch genauso viel Arbeit. Und dann natürlich auch potenziell weniger Sicherheit, weniger Privatsphäre und weniger Meinungsfreiheit. Das kann natürlich in beide Richtungen gehen. Und deshalb möchte ich einfach nur, dass wir noch mal ein bisschen darüber nachdenken, über diese großen Plattformen und wie wir sie benutzen. Ich weiß nicht, ob diese Zahlen, ob ihr die sehen könnt vernünftig. Diese Zahlen sind super interessant für mich. Als ich das damals das erste Mal zusammengesetzt habe, war ich mir nicht so sicher, was ich mit dieser Folie eigentlich ausdrücken möchte. Diese Zahlen sind ein bisschen älter schon, die sind jetzt ein bisschen höher, aber ich benutze die Folie immer noch. Also als ich das erste Mal das anguckt, 1,28 Billionen aktive User pro Tag auf Facebook, bei YouTube, über 1 Billion User in vollständig. Und das ist ja der Grund, warum ich das interessant finde. Wir gucken uns Zahlen an, die entsprechen den Zahlen von Menschen, die in den drei größten Ländern überhaupt leben. Und natürlich sind diese ganzen Communities keine Nationalstaaten, aber die Art und Weise, wie sie funktionieren, die Probleme, die sie haben, sehen überhaupt nicht so aus, wie wir uns Community vorstellen. Und ich lasse nochmal diese Folie hier, ich glaube, das ist ein bisschen outdated, also ein bisschen veraltet. Ich glaube, so wie Community hier auftaucht, taucht so 5-mal auf. Es geht um Diversität der globalen Welt, die Facebook reflektiert all diese Community und eigentlich ist Facebook keine Community. Und während wir uns weiter in eine Welt bewegen, in der Machine Learning und Algorithmen zunehmend benutzt werden, um Entscheidungen darüber zu fällen, was wir tun und können,
können, was wir nicht tun können, was wir sehen können, was wir nicht sehen können. Und auch, die auch Entscheidungen über andere Sachen fällen, die mit unserem Verhalten zu tun haben. Und wir sollten uns wirklich überlegen, ob vielleicht Reform und Reformation auch eine Option sind. Und das ist etwas, womit ich mich in meinem Alltag beschäftige. Ich kann euch sagen, dass ich bestimmt zumindest mit einer von diesen Firmen geredet habe, 5-mal über den letzten Monat hinüber. Und zwar, weil sie eben im Prozess sind, diese Politik und diese Policies zu überdenken. Und sie hören nicht immer zu, oft tun sie es nicht, aber manchmal hören sie mir wirklich zu. Und es gibt wirklich eine zunehmende Kampagne und eine Bewegung, die darauf abzielt, sie zumindest in bestimmten Bereichen in eine bestimmte Richtung zu schubsen, um den NutzerInnen von diesen Plattformen quasi die Möglichkeit zu geben, Entscheidungen anzufechten und ihnen quasi einen fairen Prozess zu geben. Entschuldigung, ich verliere vorne meine Stimme. Genau, also Leuten quasi einen fairen Prozess zu geben, die Möglichkeit, Entscheidungen anzufechten, die ohne ihre Zustimmung gemacht wurden. Es gibt eine Bewegung, die darauf abzielt, dafür zu sorgen, dass sie transparenter sind mit ihren Praktiken. Und das, gerade wenn Content und Inhalte runtergenommen werden und offline genommen werden. Aber je mehr diese Machine Learning Technologien benutzt werden, desto weniger werden wir von dieser Transparenz sehen. Denn sie sind de facto schwarze Boxen. Ich habe hier nur noch ein paar weitere Beispiele. Ich hatte vergessen, dass die hinten sind. Ich habe den Talk in der falschen Reihenfolge gemacht. Genau. Also um die Frage am Ende zu beantworten, also was machen wir, bauen wir neue Institutionen oder reparieren wir die, die wir schon haben? Und ich glaube, wenn man sich diese Plattformen als Institutionen vorstellt, dann ist es wichtig, sich daran zu erinnern. Und ich glaube, meine Antwort wirklich an diesem Punkt ist, dass wir sie reformieren sollten. Obwohl, also wenn du sie zu Boden brennen möchtest, dann werde ich dich nicht davon abhalten. Und ich glaube, der Grund für mich ist, dass besonders die NutzerInnen, die am verletzlichsten sind, sind besonders von großen Veränderungen betroffen, von Veränderungen darin, wie die Algorithmen funktionieren. Es tut mir so leid. Also es sind besonders die Leute, die am verletzlichsten sind, die von Bias und von Vorurteilen im Algorithmus betroffen sind, die betroffen sind von Änderungen in den Praktiken, von den Verletzungen von Privatsphäre und anderen von diesen Sachen. Also wir sollten nicht nur an uns selber denken, sondern auch an NutzerInnen in Orten wie Myanmar, die zum Beispiel mehr Inhaltsmoderation verlangt haben und die mehr Intervention wollen, weil dort gibt es eben viel Hass, der einfach gezündet wird und angetrieben wird gegen die Rohingya, eine muslimische Minderheit. Das heißt, wenn wir dezentralisierte Netzwerke bauen, dann glauben wir vielleicht, dass wir etwas für uns selber bauen. Aber Wasserpause. Aber was wir möglicherweise tun, ist, dass wir Millionen und Milliarden von anderen Leuten den Zugang auch verwehren. Ich glaube, das müssen wir uns wirklich sehr gut überlegen. Und damit, und ich glaube auch, weil ich meine Stimme gerade verliere, fangen wir jetzt das Q&A an. Ansonsten hört ihr mich nur weiter dabei zu, wie ich die ganze Zeit huste. Und ich werde sehr gerne Fragen nehmen und sie beantworten. Okay, das war schneller als erwartet. Es tut mir wirklich leid, ich verliere oben meine Stimme. Hast du genug Wasser, sollen wir dir noch mehr Wasser besorgen? Okay, dann also Fragen und Antworten. Bitte heb die Hand und dann komme ich vorbei. Oh, ich glaube, dann brauchen wir kein Wasser mehr, oder? Brauchen wir noch mehr? Ah, da kommt die erste Frage. Hey, danke für den Talk, weil keiner die Fragen stellt ungern. Ich muss ja eine Sache ansprechen, die du ansprichst, eine spezifische Sache. Du hast über Hate Speech gesprochen und was ist denn dein Gedankengang, wie ist deine Vision für die Zukunft, wenn es um diese Plattformen geht und Hate Speech? In meiner Meinung nach ist jede Form von Sprache Hate Speech, weil alles kann immer so interpretiert werden. Und deswegen, ich habe eigentlich ein bisschen Angst vor einer dystopischen Gesellschaft, wo irgendwie jemand anfängt, Sprache zu zensieren und wir bald nichts mehr sagen können. Also was ist denn deine Perspektive? Ja klar, also ich bin sehr froh, dass du diese Frage gestellt hast, weil ich glaube, es wird zunehmend komplizierter.
Eine Sache, die ich sagen möchte, ich bin US-Amerikanerin, sehr offensichtlich, falls ihr das nicht schon erraten habt. Und ich bin absolut keine Meinungsfreiheitsextremistin oder eine, das ist etwas, wo ich glaube, dass es absolut sein sollte. Also es geht nicht, ich stimme der US-amerikanischen, dem US-amerikanischen Zugang zum ersten Verfassungszusatz nicht unbedingt immer zu, und wenn Leute über diese ganzen Meinungsfreiheitssachen in den USA reden. Aber meine Frage ist nicht, sollten wir, also meine Antwort ist nicht, dass sämtliche Meinungen quasi gleich sind, also sondern welchen Instanzen wir trauen, wenn es darum geht, Entscheidungen zu fällen in Bezug darauf und auf Speech und Sachen, die gesagt werden. Entschuldigung nochmal. Also was mir wirklich Sorgen macht, besonders bei Hate Speech und wenn es dabei darum geht, wie Plattformen sich damit beschäftigen, also besonders wenn man sich Facebook anschaut, also ich kann hier nochmal kurz zurückgehen und euch ein Beispiel zeigen bei meinen Folien. Denn wenn sie, die Art und Weise, wie sie diese Entscheidungen fällen, ist wirklich oft falsch. Und wenn ich sage falsch, dann passt es wirklich nicht zusammen mit Artikel 19 der Erklärung für die, der universellen Erklärung für die Menschenrechte, die zum Beispiel Meinungsfreiheit erlaubt. Das ist eine UN-Konvention. Und die unter anderem eben auch das Antreiben von Hass gegen andere Bevölkerungsgruppen verbietet. Also das ist ein super gutes Beispiel. Also das Wort Dyke im Englischen wird fast ausschließlich als abfälliger Begriff gegenüber Lesben benutzt, aber es ist jetzt von der Community reclaimed worden und wird quasi von ihnen weiter benutzt als positiver Begriff. Also es gibt den als negatives und als positiven Begriff von der Community selber. Aber Facebook hat das Wort gesehen, hat festgestellt, dass es sowohl auf positive als auch diskriminierende als auch auf diskriminierende als auch auf positive Art und Weise benutzt werden kann. Dann hat es angefangen, das zu zensieren, und wir haben das in verschiedenen Fällen mit verschiedenen Begriffen gesehen. Jillian, nur für den Fall, dass du es brauchst, hier ist noch eine zweite Flasche Wasser. Danke. Also ich glaube, das ist der Punkt, wo wir wirklich mehr Kontrolle durch NutzerInnen brauchen. Weil ich glaube, erst einer Firma zu vertrauen, die aus den USA kommt, wenn es dazu kommt, zu entscheiden, was Hass ist und was nicht ist. Und zweitens, ich mache mir wirklich ehrlich Sorgen, wenn es darum geht, diese ganze Arbeit quasi in die Philippinen auszulagern. Also es gibt jetzt gerade einen Film, der Die Säuberer genannt wird, den kann man auch in Berlin sehen. Ich habe ein bisschen daran gearbeitet, und man sieht da, was für einen Einfluss das auf die Leute hat, die diese Arbeit machen. Und erinnert euch bitte daran, dass sie wirklich deutlich, deutlich weit weniger verdienen als die Leute, die das im Silicon Valley machen. Sie haben auch wirklich nicht das Training. Und sie müssen sich wirklich schlimme Videos anschauen, Kinderpornografie, Gewalt, die ganzen Sachen von sowas. Also wir sollten nicht nur sagen, Facebook sollte mehr dazu machen. Und zum Beispiel in Deutschland mit dem NetzDG-Gesetz. Ich verstehe, warum Leute sich das überlegt haben und wo das herkommt, aber gleichzeitig erlaubt es diesen Firmen, für sich selbst zu entscheiden, was Hassbotschaften quasi sind. Und ich denke, es wäre gut, wenn NutzerInnen mehr Kontrolle hätten. Also das ist meine Antwort. Das ist keine perfekte Antwort. Aber zum Beispiel, also es ist zum Beispiel sehr merkwürdig und problematisch, dass ich bei Facebook keine bestimmten Begriffe filtern kann. Also ich kann nicht sagen, wenn ich nicht sehen möchte, was mit Trump zu tun hat, dann gibt es keine Möglichkeit für mich, dieses Wort zu filtern. Wenn ich zum Beispiel eine Phobie habe gegenüber Schlangen, dann gibt es keine Möglichkeit, das auszufiltern. Und diese Technologien existieren, aber Facebook öffnet diese Technologie nicht für Nutzer, weil sie die Kontrolle zentralisiert erhalten möchten. Das ist keine perfekte Antwort, aber ich glaube, wenn wir die Tools quasi hätten, um für uns selber zu filtern und für unsere kleinen Communities von NutzerInnen, dann wäre das eine deutlich bessere Situation, weil Leute dann untereinander abstimmen können, was okay ist und was akzeptabel ist. Und ich denke, es gibt bestimmte Sachen, die einfach nicht diskutiert werden sollten. Also zum Beispiel so sexueller Missbrauch von Kindern, diese krassen Hassbotschaften, also Volksverhetzung im Endeffekt im Deutschen. Aber ich würde dir auf jeden Fall dahin zustimmen, wenn es darum geht, dass das, was diese Firmen und auch viele Regierungen Hassbotschaften nennen, nicht unbedingt Hassbotschaften sind. Jillian, sollen wir noch eine Frage versuchen oder sollen wir damit aufhören? Ist da noch eine Frage? Oh, da ist noch eine Frage. Also es kommt nicht daher, dass ich hier die ganze Zeit rumgeschrien habe, das sind meine Allergien. Eine Frage, die ich habe, wir haben eigentlich zwei Optionen, Facebook verlassen oder auf Facebook bleiben. Und was ich irgendwie im Sinn habe, ist, wie können wir eigentlich einen Impact haben auf Facebook und Facebook dezentralisierter zu haben. Also ich glaube, ich als Deutscher schreibt man irgendwie einen bösen Brief an Facebook, aber wie kann ich wirklich was verändern? Hast du Beispiele, was da so passiert und wie Institutionen versuchen, da einen Einfluss auf Facebook zu nehmen? Also was kann ich als Nutzer vielleicht auch tun?
Also klar, ich glaube, es gibt Sachen, die man als Individuum tun kann. Und es gibt Sachen, die auch in dieser Bewegung schon passieren, dass ich erwähnt habe. Das habe ich vielleicht vergessen, da mehr darüber zu reden. Also auf der Bewegungsseite. Das letzte Jahr über haben wir wirklich zunehmend mehr erfolgreiche Aktivistinnen gesehen, die sich dafür eingesetzt haben, dass diese Firmen ihre Taktiken ändern. Und ich habe das seit über 10 Jahren gemacht und wir haben mehr Erfolge im letzten Jahr gesehen, als in den ganzen 10 Jahren ich das gemacht habe. Also im letzten Jahr haben wir zum Beispiel diese Santa Clara-Prinzipien genannt. Die wurden veröffentlicht und geschaffen und die sagen wirklich spezifisch, was für Arten von Anfechtung von diesen Entscheidungen und Transparenz die Leute wollen. Und meine Organisation veröffentlicht jedes Jahr quasi einen Bericht, was ein Ranking von diesen Firmen macht, basierend auf verschiedenen Kriterien. In der Vergangenheit war das Privatsphäre, dieses Jahr haben wir das basierend auch von diesen anderen Sachen gemacht, also Transparenz und die Möglichkeit, Entscheidungen anzufechten, also verschiedene Arten von Transparenz und so weiter. Also ihr könnt das danach suchen, das heißt Who Has Your Back, es ist auf der Webseite der EFF. Und man sieht zunehmend so eine Koalition von Organisationen, die diese verschiedenen Prinzipien sich ausgedacht haben. Und viele von diesen Organisationen sind wirklich Organisationen im globalen Süden. Und das macht mich wirklich sehr glücklich, weil ich glaube, das sind oft die NutzerInnen, die am ehesten von diesen Strategien und von diesen Regeln innerhalb der Firmen betroffen sind. Aber was können wir als NutzerInnen tun? Ich glaube, Leute dazu anzuhalten, das die Seite einfach zu verlassen oder einfach mal ein paar Tage Facebook freizunehmen, das bringt nicht wirklich was. Wir haben diesen Löscht-Facebook-Hashtag gehabt, aber das bringt eigentlich nichts. Also Boykott im traditionellen Sinne bringt wenig. Also wir können ihnen weniger Daten geben zum Beispiel. Wir können die Kontrolle, die wir haben, nutzen, also die schon existiert, durch unsere Privatsphäre-Settings zum Beispiel, um sicherzugehen, dass wir ihnen so wenig wie möglich geben. Wir können bestimmte Sachen ausstellen. Also es gibt verschiedene Privatsphäre-Einstellungen. Also viele Leute kennen nur eine davon. Also es gibt diese Privatsphäre-Checkliste, die du durchgehen kannst und dann kann man da sicher gehen, dass man denen weniger Daten gibt. Und es gibt noch einen anderen, tieferen Level, der schwieriger zu finden ist. Und das ist natürlich so spezifisch so designt. Aber wenn wir diese Bewegung zusammenbringen und diese Sachen wirklich zu verlangen, nur jetzt, also nach 10 Jahren, in denen ich schon daran arbeite, kommen wir an einen Punkt, wo die verschiedenen Organisationen wirklich miteinander übereinstimmen und die gleichen Dinge verlangen. Deswegen bin ich da hoffnungsvoll, also soweit ich eben hoffnungsvoll sein kann in diesem Bereich. Aber das ist nur so eine halbe Antwort. Ich werd darüber nachdenken. Oh Gott, danke. Ich habe Tee, danke. Sollen wir noch eine Frage stellen? Ist da noch eine Frage? Was kann da schon schiefgehen, wenn du jetzt Tee hast? Oh, da ist noch eine Frage. Ich habe eine Frage, weil es ging kurz darum, dass Boykott nicht funktioniert. Ich glaube, es gibt noch eine andere Diskussion, die jetzt aufkommt, über Anti-Vertrauen und Wettbewerb und diese Dinge. Und könnte man versuchen, die Macht der Firmen und die wirtschaftlichen Modelle, ich glaube, es ist auch nicht ein Zufall, dass man nichts so filtern darf, wie man es gerne möchte. Sie sollten es erlauben, dass man es filtert, weil es eigentlich gegen ihre kommerziellen Interessen ist. Und deswegen bin ich mir nicht so sicher, ob man, wenn man innerhalb ihrer kommerziellen Modelle agiert, ob es dann genug Optionen für Reformationen gibt oder ob man nicht tatsächlich darüber nachdenken muss, wie man ein anderes ökonomisches Modell herrscht. Ja, absolut. Also da würde ich dir auf jeden Fall zustimmen. Ich möchte dazu vielleicht sagen, dass ich eine von 80 Personen bei meiner Organisation bin. Also ich habe wirklich einen engen Fokus. Aber wir haben tatsächlich, während ich auf der Fusion war, etwas veröffentlicht haben, wo es genau um dieses Thema geht. Und falls dich das interessiert, es existiert, ich habe es nicht geschrieben, also ich kann nicht beanspruchen für mich, dass ich das gemacht habe, aber wirklich, wir schauen uns das zunehmend an, also diese Anti-Monopol-Politik. In den USA, viele Organisationen wie meine sind etwas langsam damit gewesen vielleicht. Also wir haben schon gesehen, dass diese Mergers, dass Leute zusammengekommen sind, besonders im Telekommunikationsbereich, und es gab nicht wirklich Widerstand dagegen aus der Zivilgesellschaft. Und ohne eine Expertin zu sein, würde ich jetzt erstmal sagen, dass ich dir prinzipiell zustimme. Aber ich bin nicht genug Expertin, um dir mehr Informationen dazu zu geben. Gibt's noch mehr Fragen? Klar, hier kommt noch eine. Kannst du noch mal erklären, was du meinst mit Anti-Vertrauen Facebook?
glaube, das geht nicht, weil ich glaube, ich bin fast ignorant, wie die Anti-Vertrauen-Regulierung funktioniert. Es wäre, glaube ich, eins der... Ah, Antitrust ist nicht Anti-Vertrauen, sondern Anti... Anti-Monopol. Sorry, wir haben Trust da falsch übersetzt. Trust kann natürlich auch finanzieller Trust-Fund sein. Ja, sorry, kann ich nicht so viel zu sagen. Gibt es noch mehr Fragen? Das Wort ist Kartellrecht. Das bin ich hatten, sorry. Also immer da, wo wir Anti-Vertrauen gesagt haben, müsst ihr euch vorstellen, wir hätten Kartellrecht gesagt. Genau, du hast schon den zweiten Talk jetzt gehalten. Gibt es noch einen dritten? Also Julian, das hier ist dein Applaus. Vielen, vielen Dank.